Erstaunlich freundlich kommen die Grünen bislang durch ihren Parteitag in Bonn. Klar, es gibt kritische Töne, es gibt Debatten, Diskurs. Aber gemessen daran, wie kontrovers die behandelten Themen sind, scheint der Parteitag bislang geräuscharm. Die Entscheidung über die Atomkraftwerke? Durch, wenn auch noch nicht in der Ampel. Waffenlieferungen aus Deutschland? Auch durch. Das kontroverse Thema heute auf der Agenda? Mehr Kohle angesichts der aktuellen Energiekrise. Sandra Saatmann berichtet. Eine Klippe nach der anderen umschiffen die Grünen quasi unfallfrei. Erst das Ja zum AKW-Streckbetrieb, dann das Bekenntnis zu Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet in der Ukraine. Der Kurs der grünen Außenministerin trifft bei den Delegierten in Bonn auf volle Zustimmung. Wir unterstützen die Ukraine humanitär, finanziell, aber eben auch mit Waffen zur Selbstverteidigung. Doch während die Harmonie hier groß ist, könnte es auf Regierungsebene noch deutlich rumpeliger werden. Für Zwist in der Ampel dürfte der grüne Beschluss sorgen, lediglich den kurzfristigen Weiterbetrieb zweier Atomkraftwerke bis April zu unterstützen. Längere Laufzeiten sind für die Klimapartei eine rote Linie und noch mehr ist es das Beschaffen weiterer Brennelemente. Weil er eben mehr hochradioaktiven Müll erzeugen würde, hunderte Tonnen, die dadurch entstehen würden, wenn man jetzt neue Brennelemente anschafft. Wir haben nach wie vor weltweit kein in Betrieb befindliches Endlager. Wenig Spielraum für das heutige AKW-Krisentreffen. Die Ampel-Koalitionsspitzen Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck und Bundeskanzler Scholz wollen hier heute endlich zu Lösungen kommen. Die FDP sieht in den roten Linien der Grünen eine Gefahr für die Energiesicherheit. Die Liberalen drängen auf längere AKW-Laufzeiten bis 2024. Heute dürfte es noch einmal hitzig werden auf dem Parteitag der Grünen in Bonn. Für Kontroversen könnte die Vereinbarung mit dem Energiekonzern RWE sorgen, die zwar das auf 2030 vorgezogene Ende der Braunkohleverstromung beinhaltet, aber auch das Abbaggern des Dorfes Lützerath, ein Symbol der Klimaschutzbewegung. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.